Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Komm. Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Silvestergottesdienst. Heute mit prophetischen Worten für das Jahr 2022. So sei gespannt, freu dich. Wir wollen das alte Jahr dankbar zurücklassen und mit voller Freude im Geist hineingehen in das neue Jahr mit Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. So haben wir eine Zeit, wo wir ihn anbeten, ihm loben und preisen und uns ihm nahen. So sei dabei. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir, du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir, du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus. Du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Merci, merci, Jésus. Tu es si bon pour moi. Merci, merci, Jésus. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Du bist so Kraft, oh Herr, komm in Form.
Macht und Kraft, o Herr, unser Gott. Dein Sterben, o Herr, ist unsere Hoffnung, du bist der Herr. Im Kreuz liegt die Kraft für unsere Rettung, du bist der Herr. Wir suchen nicht Reichtum, wir sehen auf das Kreuz, du bist der Herr. Herr, schenk uns Erweckung, gieß aus deinen Geist, du bist der Herr. Komm mit Vollmacht und Kraft, o Herr, komm mit Vollmacht und Kraft, o Herr, komm mit Vollmacht und Kraft, o Herr, unser Gott. Du bist der Herr und du hast die Macht, du bist der Herr. Dein Sterben, o Herr, ist meine Hoffnung, du bist der Herr. Im Kreuz liegt die Kraft für unsere Rettung, du bist der Herr. Und du kommst mit Macht, du hörst unser Schreien, du bist der Herr, du bist der Herr. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, groß ist deine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen, groß ist deine Treue, die Güte des Herrn hat kein Ende. Ja, die Güte des Herrn hat kein Ende. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Du bist so gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut. Du bist so gut zu mir. Gott, du bist so gut. Gott, du bist so gut.
Zu mir und zu dir und zu seinen Kindern und so viele andere Sachen. Wir müssen sagen, einen schönen guten Abend, der letzte Abend. Vielleicht hört das auch morgen, ich weiß es nicht. Und ich habe so vom Herz gehabt, dass ich nicht ein normaler Gottesdienst mache, sondern ich habe so im Herzen gehabt, wahrscheinlich habt ihr alle diese Frage, wie geht es weiter 2022? Die Politiker wissen es nicht, die Medien wissen es nicht, aber Gott weiß es. Stimmt das? Und ich glaube, dieser Gott, wie die Zukunft kennt, wie die Zukunft geplant hat, wie die Zukunft in der Hand hat, möchte seine Kinder ein Stück zeigen. In der Bibel steht geschrieben, dass Gott sogar gezwungen ist, seine Propheten, seine Kinder, die Pläne, wie er hat, vorzuzeigen. Und ich glaube, wir müssen uns die Zeit nehmen. Es gibt viele, ich glaube, Prediger, wie heute Abend so ein Stück zurückfahren, was das ganze Jahr war. Und ich möchte sagen, ich möchte es nur ganz kurz in 2, 3 Sätze sagen. Es ist wichtig, dass wir das Jahr zu Ende machen, das Buch zu machen für das Jahr 2021 mit einem dankbaren Herzen und sagen, Gott, wir danken dir für dieses Jahr. Und vielleicht denkst du, aber es war kein gutes Jahr. Vielleicht hast du sogar jemanden, von deiner, wie du lieb hast, von deiner Familie verloren. Vielleicht bist du selbst schwer krank gewesen. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Vielleicht hast du deine Firma verloren. Vielleicht hast du Geld verloren. Vielleicht hast du durch viele Spaltungen Freunde verloren. Und jetzt sagst du, ich soll Gott dankbar sein. Weißt du, es ist wichtig, dass wir lernen, dankbar zu sein, nicht für das, was wir da sehen, sondern auch dankbar für das, was Gott machen möchte. Ich bin froh, dass mir Gott manchmal Sachen nicht gegeben hat, sogar weggenommen hat. Du denkst, Piero, wie kann man dann froh sein, wenn man etwas weggenommen bekommen hat? Ich möchte euch ein Beispiel geben. Vor einigen Jahren waren wir Untermieter bei den Baptisten. Und plötzlich sind wir so schnell gewachsen, wir waren zu lebendig, wir waren zu charismatisch. Und dann kommen die einen Tag zu mir und sagen sie, Pastor Piero, wir haben uns überlegt, in 3 Wochen möchten wir nicht mehr, dass sie weiterkommen. Wir haben uns rausgeschmissen. Und dann hatte ich in 2 Kilometer von hier in Leimen einen Supermarkt, einen Coop, und die haben gerade Konkurs gemacht zu dieser Zeit. Und ich bin hingegangen und es hat total geklappt. Es war 800 Quadratmeter, ein bisschen Umbau und schön gelegen. Und ich habe so eine Freude gehabt und habe das Objekt gewollt, habe dafür gebetet. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Ich bin zum Bürgermeister gegangen, habe gesagt, kann man da hier eine Gemeinde machen? Und er sagt, das ist ja freundlich. Ja, Herr Veit, es ist toll. Und ja, es habe meine Unterstützung. Ich habe den Mietvertrag unterschrieben und habe da voller Freude das in die Gemeinde verkündigt. Und wir haben angefangen, Umbaumaßnahmen schon zu machen. Nicht viel, aber wir haben angefangen, 2 Wände schon zu bauen und andere Sachen. Und plötzlich bekomme ich einen Brief vom Rathaus mit einem Anschreiben, dass der Baustopp muss sein, dass ich keine Genehmigung bekomme und wenn ich weiterbaue, pro Tag 500 Euro Strafe. Jetzt bin ich gekündigt worden, habe etwas Neues gefunden, habe mich gefreut. Und plötzlich sagt der Bürgermeister, sagt, ja, er war es nicht, das war der Stadtrat und manche wollten keine Kirche haben und dann hat er die Mehrheit ihnen gegeben.
Und ich möchte ehrlich sagen, ich war stinke sauer über die ganze Welt. Wir haben Arbeit gemacht, wir haben einen Mietvertrag und wir haben diese Baugenehmigung nicht bekommen. Es ist so, wie der Eindruck gehabt hat, der Feind ist stärker, der hat es gestohlen. Und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und in der Situation weiß ich noch, es war mal Sonntagabend, ich bin nicht vor Gott gelegen, was mache ich? Wir waren schon mehr als 100 Leute, wo gebe ich mir diese Leute hin? Wir sind auf der Straße. Und plötzlich spüre ich, wie Gott zu mir gesagt hat, Piero, fahr ins Industriegebiet, da wo wir jetzt sind, ganz hinten, und schau mal. Und ich sagte, Gott, ich bin schon ein paar Mal durchgefahren, ich kenne alles. Aber ich bin trotzdem hingefahren, und das kleine Schild, Räumlichkeit zu vermieten. Und ich ging hoch ins erste Stock, zum Besitzer. Ich mache es kurz, in 2 Stunden, haben wir den Mietvertrag gehabt. Und wir haben mit der Zeit das Gebäude hier kaufen können. Wir haben nicht 600 oder 700 Quadratmeter, wir haben heute 5000 Quadratmeter. Und heute kann ich sagen, ich bin Gott so dankbar, dass ich dieses Objekt nicht bekommen habe. Das bedeutet, dass du vielleicht etwas verloren hast. Dass du den Eindruck hast, dass Gott dir etwas weggenommen hat. Und dann möchte ich sagen, wenn du dankbar bist, dann möchte dir Gott öfters etwas geben, wie viel größer ist. Marie Priane kennt ihr wahrscheinlich alle. Die erzählte mir, sie war noch gar nicht lang verheiratet, ist ihr Mann plötzlich gestorben, zum Herrn gegangen. Und so wie etwas genommen worden ist. Und dann war sie Witwe. Und sie sagt, was hat das gebracht, so kurze Zeit verheiratet, gut verheiratet und plötzlich den Mann weggenommen. Und dann sagt sie mal, Piero, weißt du was, wenn ich nicht Witwe gewesen wäre und wäre verheiratet geblieben, wäre ich niemals nach Afrika gegangen und habe das riesige Werk gemacht. Gott hat mir den Mann genommen, aber hat mir 100.000 Leute gegeben. Vielleicht hast du dieses Jahr etwas verloren, ist etwas weggenommen worden. Vielleicht sogar ein Stück Freiheit, ein Stück Freude. Ich kann das sagen, bevor das Jahr rum ist, sag Gott noch Danke dafür. Gott, alles, was du erlaubt hast, das weggenommen worden ist, was du mir weggenommen hast. Ich habe diese Glaube, dass du etwas Besseres, etwas Größeres hast für mein Leben. Das ist Glauben. Und jetzt möchte ich weiterkommen. Für die Zukunft, für dieses Jahr 22 und sogar ein Stück weiter. Du weißt ja, in der Bibel gibt es, besonders im Alten Testament, viele Prophetien, viele prophetische Worte drin. Und jetzt möchte ich dich fragen, kannst du glauben, dass wenn Gott etwas Prophetisches gesagt hat, vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren, dass plötzlich Gott dieses Wort wieder nimmt, ein prophetische Salbung drauflegt und das Wort wird wieder aktiv. Kannst du das glauben, dass Gott sein prophetische Salbung auf ein prophetisches Wort wie ganz alt ist und er hat wieder dieselbe Kraft? Als am Pfingsten der Heilige Geist fiel, was hat denn Petrus gesagt? Leute, könnt ihr euch erinnern, was Malachi gesagt habe? In der letzten Zeit wird mein Geist kommen auf alles Fleisch. Ist das Wort wieder aktiv geworden. Und heute Abend hat mir Gott so Wort gegeben für das Jahr 22. Und das ist ein prophetisches Wort von der Bibel. Und er sagte, Piero, es kann heute Abend aktiv werden. Es soll sogar für manche Leute aktiv werden. Und das Wichtigste, dass ein Wort, wenn Gott dir ein Wort gibt, dann eine Verheißung gibt, dann musst du nicht stehen bleiben und es fällt vom Himmel runter und es kommt auf dich oder es kommt nicht auf dich. Nein, das Wort Gottes, diese Verheißung Gottes, werden aktiv in dem Maß, wie du in deinem Herzen es glaubst. Alles, was verheißt ist in der Bibel, ist nicht etwas, wie vom Himmel runterfällt, sondern es ist etwas, wie durch Glaube geschieht. Durch Glaube bist du errettet. Durch Glaube kannst du Heilung bekommen, Befreiung, Segen bekommen. Auch prophetische Worte bekommst du durch Glauben. Und ich werde heute Abend ein bisschen darüber reden. Und ich fange dieses Wort euch zu lesen. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich. Es ist ein sehr schönes Wort. Aber ich möchte sagen, vielleicht das erste Wort ist vielleicht das, von dem Satz ist vielleicht das Wichtigste. Und das ist von Jesaja 54, wie ihr wahrscheinlich alle kennt. Und es fängt an mit freudig.
oder eine andere Übersetzung, juble oder sogar jauchze. Gott sagt, freu dich. Und jetzt möchte ich dich fragen, es ist immer wichtig, dass wir das Wort Gottes präzise verstehen. Sagt Gott vielleicht, liebes Kind, wenn du dich danach fühlst, könntest du dich freuen? Oder ich würde mich freuen, wenn du dich auch freust. Gott sagt, es ist ein Befehl, freu dich, juble, jauchze. Und ich glaube, dass Gott es ganz wichtig ist, wenn er da etwas, ein prophetisches Wort gibt, möchte er, dass es in ein Herz reinkommt, wie nicht verletzt ist, wie nicht verbittert ist, sondern Freude. Wenn Gott sagt, ich möchte dir etwas geben, und du sagst, mal sehen. Weißt du, was mal sehen bedeutet? Es ist ein frommes, religiöses Nein. Freude ist das, was das Herz aufmacht. Es gibt drei Sorten Freude. Die erste ist eine körperliche Freude. Und ich habe es geliebt bei allen meinen Kindern. Das waren so schöne Momente, wenn meine Kinder noch klein waren. Sie lagen vom Boden, sie auf den Boden, auf die Rücke zu legen und sie durchzukitzeln. Mein jüngster Sohn konnte so schön lachen. Ich habe noch fast mehr Freude gehabt als er. Aber das ist eine körperliche Freude. Und dann gibt es eine seelische Freude. Und die ist gut. Es gibt verschiedene Arten der Freude zu bekommen, aber es gibt so eine seelische Freude. Aber es gibt richtige Freude. Und das ist nämlich eine Freude des Geistes. Das muss nicht Lache sein, auf den Boden dich legen und zu lachen. Die Freude vom Heiligen Geist ist etwas, was ganz, ganz tief in dir drin steckt. Sie steckt nicht in deine Seele, sie steckt nicht in deinem Körper, sondern sie steckt in deinem Geist drin. Wenn ich dich frage heute Abend, freust du dich, dass du Kind Gottes bist? Freust du dich, dass Gott dich bei deinem Namen gerufen hat? Freust du dich, dass er dein Vater ist, dass er seine Sünde vergeben hat? Und wenn du ganz tief in dich hineingehst, möchtest du sagen wahrscheinlich, ja, ich freue mich. Vielleicht sind die Umstände in deinem Leben gar nicht gut zurzeit. Vielleicht bist du krank, du hast Schulden. Aber weißt du, ganz tief in dir hast du eine Freude. Und da, wo diese Freude ist, ganz tief in drin, da möchte ich dir die prophetische Worte reinlegen. Nicht in dein Verstand. Es gibt manche Christen, die nehmen prophetische Worte in ihre Verletzung hinein. Niemand liebt mich mehr. Ich bin gar nicht geliebt, aber ich habe Prophetien, die hilft mir. Es ist falsch, das ist eine Prophetie, wie in deine verletzte Seele reingeht. Die Prophetie geht rein an den Ort, wo du Freude in deinem Geist hast. Ganz tief. Und Gott sagt, freu dich. Und Gott möchte heute Abend sagen, freu dich für dieses Jahr, wie jetzt kommen wird. Oh, die ganze Welt hat Angst, die ganze Welt hat vielleicht Hoffnung. Die ganze Welt hat vielleicht Sorgen. Und da kommt Gott heute Abend und möchte dir und mir sagen, ist egal wie du heißt, freu dich. Ja Gott, wie soll ich mich dann freuen? Hast du gesehen, die Sorge, wie da sind, die Pandemie, wie da ist und vielleicht, wie wir das bezahlen? Gott sagt, es interessiert mich gar nicht. Ich sage dir, freu dich für das, was kommen möchte. Freu dich für das, was ich dir geben möchte, was ich dir zeigen möchte. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wenn du heute Abend einschläfst, dass du tief in dir eine Freude hast. Weißt du, wenn du keine Freude hast, wird der Feind immer probieren, dir zu rauben, die Verheißungen Gottes. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das ist das erste Wort, wie da drin steht, freu dich. Und das ist ein Befehl. Du, wie unfruchtbar warst, die nicht geboren hast, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehe gehabt hast. Denn die Söhne der Einsamen werden zahlreicher sein als die Söhne der Verheirateten. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Frau, wie einsam ist und keine Kinder hat. Und das ist geschrieben worden vor 3000 Jahren. Ich glaube, heute ist es gar nicht mehr so schlimm, wenn man keine Kinder bekommt, braucht man Karriere. Oder man tauscht sogar ja, Karriere gegen Kinder. Und das ist der Grund, warum vielleicht in unseren Ländern so wenig Zuwachs an kleine Kinder ist. Aber für diese Zeit, wenn eine Frau keine Kinder bekommen hat, wenn eine Frau nicht kein Kinder bekommen hat, dürfte der Mann sie wegschicken und dürfte sich andere holen. Das kannst du dir vorstellen, früher, wenn eine Frau kein Kinder bekommen hat, ist sie weggeschickt worden, müsste sie den Eltern zurückgehen und sie ist so verstoßen worden, sie ist unfruchtbar. Und dann nimmt Jesaja diese Sache. Aber es gibt eine Unfruchtbarkeit im Geist.
Vielleicht hast du in der letzten Zeit niemanden zum Herrn gebracht. Du hast keine Heilung gesehen. Du hast keine Prophetie mehr gehabt. Du hast nicht mehr viel christliche Freunde gehabt. Dein Hauskreis ist kleiner geworden. Dein Lobpreisteam hat sich aufgelöst. Weißt du, was Gott sagt? Du, wie einsam bist, du wirst mehr Kinder bekommen, als die, wie viele Leute drumherum haben. Es ist eine Verheißung, wie Gott sagt, und es werden noch vieles von dieser Verheißung kommen. Mache weit Raum deines Zeltes und deine Zeltdecke spanne aus, spare nicht. Mache deine Seite lang und deine Pflöcke fest. Ich glaube, das ist eins, was so ganz wichtig ist. Das Zelt breit machen. Was ist denn in der Bibel das Zelt? Das Zelt ist der Ort, wo Gott wohnt. Das Zelt ist der Ort, wo im Alten Testament Gott gewohnt hat, vor dem Tempel. Wo wohnt Gott heute? In Rom? Gott wohnt in unserem Herzen. Und Gott sagt, mach dein Herz breit. Mach Platz, dass die Vision, meine Vision reinpasst. Ich habe für dich eine große Vision. Ich habe für dich Verheißungen. Ohne Wenn und Aber, sei bereit, dich auszubreiten. Hab eine Vision, hab Träume, wie Gott dein Leben segnet und wie du dich ausbreiten wirst. Dein Herz soll groß werden. Wenn in deinem Herz Ängste sind, Sorge sind, ja, vielleicht Enttäuschung sind, Verbitterkeit sind, Niederlage sind, dann wird es nicht reinpassen in die Vision Gottes, sondern mach dein Herz breit. Und alles, was drin ist, was nicht von Gott ist, schmeiß es raus. Sag es, okay, wir gehen in ein neues Jahr, ich will mein Herz groß aufmachen für das, was du hast für mein Leben. Wirst dein Herz groß machen. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden Nationen beerben. Und verödete Städte besiedeln. Und ich kann sagen, wir haben in Deutschland Städte, die verödet sind, wo es nicht mehr keine Gemeinde, keinen Hauskreis und keinen Gebetskreis mehr gibt. Und ich glaube, das ist so etwas wichtig. Du wirst dich ausbreiten. Was ist denn das Gegenteil von ausbreiten? Ist immer kleiner werden. Immer frustrierter werden. Und Gott sagt, du sollst dich ausbreiten. Was soll denn sich ausbreiten? Deine Salbung, kann die sich ausbreiten? Glaubst du, dass Gott dich so berühren kann, dass die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes sich ausbreitet um dich herum? Dass die Leute, wenn sie dich besuchen, dass sie sagen, ich spüre etwas, wie um dich herum ist. Wenn du redest, dann spüre ich, wie etwas kommt, wie mir gut tut. Wenn du in den Raum gehst, glaubst du, dass die Herrlichkeit Gottes sich ausbreiten kann, weil du reingehst, weil du Freude hast, weil du Glauben hast, weil die Verheißung Gottes auf deinem Leben sind? Das haben mir viele Leute schon gesagt, Piero, ich bin im Raum gesessen, mit Gottes ins Raum, du bist reingekommen, bist hochgegangen und ich spürte, wie etwas in den Raum gekommen ist. Etwas, was in meinem Herzen kann sich ausbreiten. Gott möchte, dass es größer wird. Du sollst dich ausbreiten. Das bedeutet auch in deinem Job, du sollst dich geistig ausbreiten. Wenn du selbstständig bist, sollst du mehr Kunden bekommen, du sollst mehr Segen bekommen. In deiner Familie sollst du mehr Einfluss haben, ist egal, was du machst. Möchtest du erleben, dass das Jahr 2022 eine Ausbreitung ist von dem, was göttlich ist in dir drin? Wo du negative Gedanken gehabt hast, Enttäuschung gehabt hast, möchtest du es erleben, dass die weggehen und dass etwas Göttliches sich ausbreitet. Hör mal zu, gerade du, wie es zuschaust, du sollst es im Geist sehen und sollst es spüren, dass etwas von Gott, wie in dir ist, sich ausbreiten möchte. Reich Gottes bauen ist im Feind sein Rausch wegnehmen. Vielleicht bist du gerade im Haus drin und im Haus, wo du wohnst, ist Traurigkeit, ist Depressionen da. Und du spürst, dass etwas in dir ist, das möchte sich ausbreiten. Glauben, Power Gottes, Herrlichkeit, bereit sein zu evangelisieren, Freude. Sie soll sich ausbreiten und die Leute werden sehen. Weißt du, die Leute werden mehr und mehr sensibel. Du brauchst gar nicht mehr so viel evangelisieren. Wenn etwas in dir drin ist, was sich ausbreitet, dann werden Leute zu dir kommen. Und werden sehen, da ist etwas da.
Ich bin nicht der, wie unbedingt in jeden anquatschen und erzählen möchte von Jesus. So trockene Sachen. Sondern ich möchte also manchmal in der Gegenwart Gottes sein und dann möchte ich, dass etwas aus mir sich ausbreitet. Dass die Leute sagen, hey, da ist etwas da. Ich möchte dich fragen, kannst du glauben, dass es jetzt, heute Abend, wenn du es anschaust, dass etwas sich ausbreiten wird, bis in deine ganze Familie an Segen. Weil du den Herrn kennst. Weil du vom Herrn eine neue Verheißung, prophetische Worte hast. Du wirst dich ausbreiten. Gott sagt, spare nicht, mach die Pflöcke weit. Du wirst dich ausbreiten. Nimm gerade jetzt dieses Wort. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht zu Schande, du wirst dich nicht mehr schämen, denn du wirst sogar die Scham deiner Jugend vergessen. Und Gott wird das wegmachen, denn dein Gemahl ist dein Schöpfer. Es gibt Zeiten, wo wir, ich möchte mal so sagen, geistlich uns geschämt haben. Kennst du es auch? Du hast prophezeit, vielleicht in deiner Familie. Der wird nicht sterben, ich habe gebetet für ihn, der wird geheilt werden. Und er ist gestorben. Wie du etwas geglaubt hast und gehofft hast, du wirst nicht Konkurs machen. Deine Kinder werden da bleiben. Du wirst nicht rückfällig werden. Und plötzlich ist es nicht geschehen. Und du hast dich geschämt. Du bist immer noch Christ, du glaubst immer noch an Jesus. Aber diese Niederlage ist das Schamgefühl. Und ich habe erlebt, dass viele Christen, wenn sie kommen in die Seelsorge und sie anfangen zu lehren, was da drin ist, kommt öfters Scham. Sache, wo sie ja, sich geirrt haben, in ihrer Begeisterung gemacht haben. Oder wo sie gesündigt haben. Und Jesus sagt, hör auf, dich zu schämen. Es ist kein, du kannst nicht in das Jahr 22 gehen mit Schamgefühlen. Das hingeht mit Freude. Freude und Schamgefühl, die passen nicht zusammen. Und Gott sagt, schäm dich nicht. Ich habe das Scham am Kreuz für dich getragen. Es soll ein Jahr sein, wo du gar nicht mehr an diese Scham und diese Enttäuschung denkst, sondern gehst in eine neue Zeit hinein. Ich sage dir nur etwas. Gott hat kein Interesse an deiner Vergangenheit und auch nicht an meiner. Gott hat Interesse an deine Zukunft und an meine Zukunft. Bist du einverstanden damit? Kannst du heute Abend sagen, Herr, alles, was ich falsch gemacht habe, wo ich mich heute, wenn ich dran denke, schäme, ich gebe es ab. Jesus, du hast das Scham am Kreuz getragen. Ich will mich nicht mehr schämen, sondern ich weiß, es wird eine gute Zeit kommen, wo sogar viele Leute ja, mich bewundern werden für alles, was Gott mir schenkt, aus Gnade. Und ich lese noch ein paar ja, schöne Sätze, wie Gott verheißt. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln. Und es stimmt schon manchmal in unserem Leben, auch als Christen. Eine kurze Zeit hat Gott ja, ein Stück sich zurückgezogen. Es gibt Christen, die sagen, nein, das gibt es nicht. Sag doch, es gibt es. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn Gott dich salbt und er gebraucht dich und du fängst an, die Ehre für dich zu nehmen. Und du glaubst, dass das und das geschehen ist, weil du toll bist, weil du heilig bist, weil du couragiert bist, weil du viel Glauben hast. Und du fängst an, die Ehre zu nehmen. Dann fängt an, Gott sich ein Stück zurückzuziehen, weil er möchte seine Ehre nicht teilen. Gott kann sich auch ein Stück zurückziehen, wenn du manchmal Leute, kleine, schwache Leute, gerichtet hast. Leute bewusst verletzt hast. Wenn andere gedemütigt hast. Kann sich Gott manchmal einen Moment zurückziehen. Weil das, er möchte nicht, dass seine Kinder das machen. Aber Gott ist ein Gott der Vergebung. Ich lese dann jetzt diesen Satz nochmal. Ein kleiner Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großem Erbarmen werde ich dich sammeln, spricht der Herr. Und dann gibt es noch einen Satz, da kennst du. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer.
Und das ist eine Verheißung, wie die, wenn die Berge wanken würden. Und wenn die Welt in eine Katastrophe reingeht. Und wenn die Banken kein Geld mehr wieder geben. Und wenn es keine Rente mehr wieder geben. Und wenn 1000 zur Linke krank werden, 10.000 zur Rechten. Und Gott sagt, meine Gnade, mein Erbarmen mit dir wird nicht aufhören. Glaub, was das Wort Gottes sagt. Glaub nicht das, was geschehen wird. Das, was geschehen wird, ist vielleicht nicht immer schön. Aber das, was Gott vorbereitet hat für uns, auch schon auf dieser Erde, das ist gut. Und es gibt so eine Verheißung, die ist nicht für alle, aber für viele. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt werden. Und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Wow. Alle deine Kinder werden von Gott gelehrt werden. Das bedeutet, Gott möchte sich um deine Kinder bekümmern. Ich bin Vater von 4 Kindern und habe 6 Enkel. Und als normaler Vater oder als normale Mutter möchten wir, dass unsere Kinder Gott dienen. Wir möchten, dass unsere Enkel, dass unsere Urenkel Gott dienen. Und wir bekümmern uns öfters drum, wir machen uns Sorgen. Und wir möchten sie gern belehren. Und ich habe so den Eindruck, wir leben in einer Zeit, wo die nächste Generation gar nicht unbedingt belehrt möchte werden von der Generation vorher. Und ich glaube, bei uns war es auch so. Und da ist eine Verheißung, dass Gott unsere Kinder belehren möchte. Gott möchte es machen. Nicht unser Druck, nicht unsere Weisheit, verstehst du, nicht unsere Sorge, sondern Gott möchte es machen. Und kommt mir gerade ein, vor einigen Jahren habe ich am Abend irgendwo eine Gottesdienst-Evangelisation gemacht. Und zwar so kurz vor 11. Da kommt eine Frau nach vorne und fängt an so fast zu weinen. Und sie dachte, ich bin wahrscheinlich die Klagemauer, ich weiß es nicht. Und da fängt sie mir an zu erzählen, sie hat eine Tochter, die ist 25, 26, die ist schon ausgezogen, die wohnt in einer anderen Stadt, ich glaube ein paar hundert Kilometer weg. Und die folgt gar nicht dem Herrn. Und total das Gegenteil. Und die Frau fängt an, sich Sorgen zu machen und zu weinen und zu weinen. Dann habe ich der Frau gesagt, hör auf zu weinen, du bist nicht eine Klagemauer. Wir wollen zu Gott gehen. Ich möchte nicht alles wissen, was deine Tochter gemacht hat. Aber glaubst du, dass Gott ganz allein ohne dich deine Tochter berühren kann, sie rufen kann, sie belehren kann? Dann guckt sie mich an und sagt, ich weiß nicht, ich werde etwas ausgestrahlt haben. Sagt sie, ja, das kann ich glauben. Dann sage ich, weißt du was, wir machen etwas miteinander. Wir geben uns die Hände. Wir machen uns eins, du und ich. Und wir beten, dass Gott das macht. Nicht mehr du, nicht mehr keine Sorge, sondern wir geben sie Gott ab und dass Gott sie belehrt und dass Gott sie ruft. Und du hörst auf, dir Sorgen zu machen, du hörst auf, anzurufen. Das macht Gott. Dann sagt sie, okay. Und wir geben uns so die Hände und wir beten miteinander. Und dann haben wir sie Gott gegeben. Und Amen, ich habe da mit ein paar anderen Leuten gebetet und ich bin dann heimgefahren. Das war so, ich glaube, irgendwo hinter Heilbronn, daheim gefahren. Der andere Tag, am Abends, am 12, ruft sie mich an. Ich bin auch gerade von der Veranstaltung gekommen. Und sagt, Pastor, Pastor, ich muss mir die Rede. Kannst du dir das vorstellen? Heute Morgen am 11 ruft meine Tochter an. Und sagt, gestern Abend hat mich eine Freundin mitgenommen in eine Zeltmission. Ich habe mich bekehrt. Und ich sagte, wann? Und sagt sie, meine Tochter hat gesagt, am Punkt 11 macht dieser Evangelist einen Aufruf. Und sie geht nach vorne, im Moment, wo wir für sie gebetet haben. Gott möchte deine, meine Kinder, natürliche, aber auch geistliche Kinder, belehren, lehren und wieder. Gott bekümmert sich drum. Steht nicht in deine Bibel drin, trachte zuerst am Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und Gott wird alles, was wir brauchen, wird er uns geben. Glaubst du, wenn du Reich Gottes baust, glaubst du, wenn Gott dir eine prophetische Vision gibt und du sagst, Gott, ich nehme es im Glaube, ich habe Freude, ich werde es umsetzen, dass Gott sich nicht um deine Kinder bekümmert? Ich möchte Beispiel gerade so eine Geschichte erzählen, wo man einkommt. Es gab eine Zeit am Anfang, wie ich mit dem Dienst angefangen habe, da machten wir viel, viel Befreiungsdienst. Und viele Leute kamen auch zu uns.
Und meine Frau und ich und manchmal noch jemand, ein Bruder war dabei, haben einfach im Wohnzimmer Leute befreit, Dämonen rausgejagt und haben uns zwar wenig um die Kinder bekümmert. Ein paar Jahre später erzählt mir meine Tochter, die war 6 Jahre alt, die war oben im Zimmer drin und sie sagte, Papa, ich habe schwere Bete unten und plötzlich kommt ein Dämon in mein Schlafzimmer rein. Er sagte, war so groß. Er geht in mein Zimmer rein, ich war schon im Bett und guckt mich an. Und ich sagte, oh, mein armes Kind, was hast du dann gemacht? Die war 6, 7 Jahre alt. Ich habe ihm gesagt, in Jesu Namen, du hast in meinem Zimmer nichts zu tun, geh raus. Ja, und dann, ja, dann ist er rausgelaufen und bin ich schlafen gegangen. Weißt du, wenn du Gott dienst, dann wird Gott deine Kinder lehren. Wir sollen aufhören, uns Sorge zu machen. Ich möchte gern so im Geist, dass du ein großes Schild machst, so wie auf dem Parkplatz Parkverbot, so Sorgeverbot. Hör auf, dir Sorge zu machen für deine Kinder, für deine Gemeinde, für deinen Hauskreis, für dein Lobpreisteam. Trachte nach dem Reich Gottes. Trachte nach Gott, was willst du aus meinem Leben machen? Gott, heute Abend gibt es Sachen, die mich angesprochen haben. Willst du, dass dein Geist, deine Herrlichkeit, deine Salbung sich ausbreitet? Hast du eine Vision, dass du Städte, verödete Städte, wo noch nie etwas von Jesus gehört hat, dass du anfängst zu beten dafür? Etwas brennt in meinem Herzen drin wieder. Seit einiger Zeit, ich war vor kurzer Zeit in Tunesien und möchte auch wieder eine Gebetskonferenz dort organisieren. Irgendwo spüre ich in meinem Herzen wieder drin diese muslimischen Länder. Ich spüre in meinem Herzen drin, wie Gott sagt, Piero, es ist Zeit, ich möchte, dass wir diese verödeten Länder, wie so suchen nach Gott zur Zeit. Fang an zu beten dafür. Und ich spüre, wie Zeit kommt, wird ein Stück von meinem Dienst für diese Länder wird sein. Und ich glaube, wenn du eine Vision hast in deinem Herzen drin, da kann man gar nicht früher sterben als der Plan Gottes. Ich habe mir doch keine Sorgen, wann ich sterben will. Ich mache mir Sorgen, dass die Verheißungen Gottes, dass ich sie nicht umfühle, dass ich sie nicht mache. Eine Frage, ist Platz in deinem Herz, dass die Verheißungen Gottes für das Jahr 22, 23, 24, dass Verheißungen reingehen, dass kein Platz mehr ist für Sorgen, dass ich sage, Gott, das, was in meinem Herzen ist, was in meinem Geist ist, deine prophetischen Worte, ich will sie umsetzen. Ich will sie glauben. Ich will sie beten. Ich lasse dich nicht, bis dass du mich segnest. So wie die Frau, wie Blut verloren hat, den Mantel von Jesus nicht losgelassen hat. So sollst du den Mantel von Jesus nehmen und sagen, Herr, jede Verheißung, wie mein Herz ist, ich möchte sehen. Und ich möchte sehen, wie du dich kümmerst um mein Leben, um meine Gesundheit, um meine Kinder, um meine Finanzen. Es interessiert mich nicht. Herr, ich möchte Reich Gottes bauen. Und das sollst du sehen. Ich gebe euch nur eine Verheißung. Ich muss ja nicht zu viel geben, sonst kann man das nicht verdauen. Ein schöner Satz. Und wer dich angreift, wird deines wegen fallen. Siehe, ich selbst habe den Schmied geschaffen und das Kohlefeuer angeblasst, wie die Waffe hochbringt und seine Werke. Und ich möchte dir sagen, keine Waffe, wie geschmiedet worden ist, wird gegen dich gehen. Und keine Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wird dich schuldig sprechen. Wow. Weißt du, dass es viele Leute gibt, die dich kritisieren? Ja, dich. Weißt du, warum ich das weiß? Weil es ganz viele Leute gibt, die mich kritisieren. Und das sage ich dir noch ein kleines Geheimnis, um manche sogar zu Recht. Und trotzdem, wenn Leute dich kritisieren, sogar zu Recht, ist es nicht richtig, weil Gott hat dir deine Sünde vergeben. Und alle Leute, die mich kritisieren, sogar wenn sie Recht haben, haben sie kein Recht, weil Gott sagt, ich möchte mich zwischen diese Anklage und dir stellen. Und manchmal sind wir schwach und wir sind müde, wir haben keine Lust mehr, weil wir das spüren, dass negatives Gerede, Zunge gegen dich und gegen mich gehen. Ich bin froh, dass ich nicht immer alles weiß. Und ich sage dir heute Abend, sei froh,
dass du nicht weißt, wie viele Leute negativ gegen dich gesprochen haben dieses Jahr. Stell dir mal vor, du hättest die Fähigkeit zu sehen, alle Leute, die negativ gegen dich gesprochen haben, zu Recht oder Unrecht. Ich kann auch sagen, heute Abend würdest du ins Bett gehen und wirst depressiv sein. Und weißt du, was Gott in deinem Wort sagt? Jede Zunge, die gegen dich wird gehen, wird selbst verurteilt werden. Und es wird eine Zeit kommen, wo du diese Anklage nicht mehr spürst, wie Gott etwas nehmen möchte, wie dich schützen wird. Weißt du, wir leben in einem furchtbaren geistlichen Smog. Wir leben da drin. Und wie mehr du Gott dienst, wie mehr du bezeugst, wie mehr wirst du Kritik erleben, auch von eigenen Geschwistern. Wenn du in deine Berufung reingehst und du verlässt diese geistlichen Parkplätze, da werden Leute gegen dich schimpfen. Aber Gott sagt, es kommt jetzt die Zeit, wo jede Zunge, wie gegen dich geht, sie wird verurteilt werden und keine Waffe wird mehr geschmiedet sein. Kannst du das vorstellen? Du bist wie im Atombunker. Und ich kann das sagen, negative Rede und Kritik, das sind wie Pfeile, wo Hexerei benutzt, um dich schwach zu machen, um dich krank zu machen, um dich depressiv zu machen. Dein Unterleib, ich sehe dir heute Abend mehrere Frauen da, die haben Unterleibschmerzen. Und die kommen, weil Leute furchtbare Sachen gegen dich gesprochen haben. Kannst du glauben, dass Gott sagt, ich möchte nicht allein dich heilen, ich möchte nicht allein diese Pfeile rausziehen und dein Unterleib heilen, aber ich möchte etwas auf dich legen, einen Schutz, dass jede Zunge, die gegen dich redet, verurteilt wird. Dass jeder, weißt du, negative Reden kann öfters dämonische Mächte freisetzen, die dich attackieren. Kannst du dir das vorstellen, dass über dein Leben im Geist ein Schutz ist? Dass die Pfeile, dass die Waffe abprallen. Kannst du dir das vorstellen, wo manchmal diese Müdigkeit da war, wo du nicht mehr wolltest? Plötzlich merkst du, dieses Jahr ist es weg. Du hast eine Sehnsucht, Reich Gottes zu bauen. Du hast eine Sehnsucht, dass etwas in dir sich ausbreitet. Dass dein Gebetsleben sich ausbreitet. Dass du nicht mehr für dich betest. Dass du anfängst, dein Gebet, dass es Platz nimmt. Dass du fähig bist, für ganze Länder zu beten. Dass du ganze Völker in deinem Herzen drin hast. Und du hast ein Gebetsleben, das sich ausbreitet. Und Gott macht ein ganz neuer Schutz über dein Leben. Diese Anklage, wie manchmal wie Gift waren da drin, was dort die Lebensfreude genommen hat, sie soll aufhören. Ich spüre heute Abend, wie ein prophetisches Wort da ist, aber ich möchte, dass du sehen kannst. Kannst du es sehen? Wie etwas in deinem Zelt, in deinem Tempel sich ausbreitet. In viele Gebiete. Ein Gebetsleben, wie sich ausbreitet. Wow. Kannst du sehen, dass Gott einen Schutz macht, dass die Pfeile, die dich krank und schwach gemacht haben, auf eine Hexerei, dich nicht mehr treffen, dass jede Zunge, wie gegen dich geht, verurteilt wird. Wo es Leute gibt, auch Christen, die werden sich nicht mehr trauen, gegen dich zu reden. Weil sie spüren etwas von Gott, wie nicht möchte, dass sie es machen. Kannst du dich sehen heute Abend, wie so die Tür vom Jahr 22 aufgeht und du gehst mit Freude hinein. Du hast keine Lust mehr zu sterben. Weißt du, es gibt so viele Christen, denen geht es so schlecht. Dann redest du nur noch so als Notausgang,
Der Herr kommt bald, der Herr kommt bald. Ich weiß nicht, wenn der Herr kommt. Nicht mal Jesus weiß es. Warum soll denn ich es wissen? Warum soll denn ich mich beschäftigen damit? Ich möchte mich beschäftigen, die Pläne Gottes zu sehen und zu helfen, dass es eine Gemeinde gibt, ohne Runzel, ohne Flecke, eine starke Gemeinde. Das interessiert mich. Kannst du sehen, wie gerade die Tür aufgeht für das Jahr 22? Kannst du dich sehen, wie du mit Freude durch diese Tür gehst und sage, Herr, da bin ich. Ich werde mich ausbreiten. Ich werde eine tiefe Freude in meinem Geist drin haben. Ich werde meinen Platz einnehmen. Wow. Letztes Jahr, am Silvester, habe ich gepredigt über Kristallkugeln. Und das Ergebnis war, dass hunderte Menschen sich bekehrt haben durch ein Wort, wie Gott mir gegeben hat. Aber dieses Jahr möchte ich, dass du durch diese Tür gehst mit der Verheißung Gottes. Du wirst dich ausbreiten. Du wirst dich nicht mehr bekümmern um das, was die Welt sagt, was kommen wird. Ängste und Sorgen interessieren dich nicht mehr. Du gehst rein. Ich weiß nicht warum, aber ich hätte gern das Moment da, wo du bist, deine Augen zumachst. Kannst du sehen, dass die Tür für dich offen ist? Eine prophetische Tür ist für dich aufgegangen. Kannst du sehen, wie Gott dich ruft? Tochter, Sohn, geh. Ich brauche dich. Diese verödete Stätte müsste wieder frisch, ja, voller Leben werden. Geh wieder. Geh wieder an die Orte, wo ich dich rufen werde. Fang wieder an auszusehen im Gebet. Du wirst Ernte erleben. Wow. Und vor, dass du durch diese Tür gehst, ich möchte für dich beten. Ich möchte für dich beten, da, wo du Pfeile erlebt hast, die dich verletzt haben. Auch vielleicht Pfeile von geistlicher Leiter, die dich so enttäuscht haben. Wo auch körperlich viele schwach geworden sind. Ich möchte beten in Jesu Namen, dass es weggeht von dir. Dass wo Hexerei probiert hat, deine Gedanken zu kontrollieren. Wo vielleicht Hexerei dir Gedanken gegeben hat, es lohnt sich nicht, es lohnt sich nicht. Ich zerbreche es in Jesu Namen. Es wird sich lohnen, durch die Tür zu gehen. Weil Freude ohne Verheißung Gottes da ist. Vater, ich bete jetzt, dass jeder Pfeil wie getroffen hat, vom negativen Reden, von Verfluchtsein, wo Verdammnis gekommen ist. Vater, ich bete heute Abend, dass du diese Pfeile rausziehst. Jesus, du hast die schönsten Worte gesagt, es ist vollbracht. Und ich möchte sagen, in Jesu Namen, es ist vollbracht. Diese Pfeile, sie gehen weg von dir. Diese Enttäuschung geht weg von dir. Diese Sorge geht weg. Und du gehst durch diese Tür in dieses neue Jahr hinein. Und du hast Verheißung Gottes in deinem Herzen drin. Du kannst, wenn du morgen Zeit hast, Jesaja 54 nochmal lesen. Vielleicht wird noch einige Verheißungen dazukommen. Aber jetzt geh durch diese Tür und sag, Herr, hier bin ich.
Ich gehe mit Freude, nicht mit Sorgen, mit Freude rein. Und verbring nicht so viel Gemeinschaft mit Leuten, wie in Ängste leben. Dort, die wie Ängste haben, sage ihnen, du, ich habe keine Angst, ich habe so viel Freude, weil Gott für mich etwas Tolles hat. Und du wirst ein Stück von dieser Freude weitergeben können. Ich möchte dich segnen heute Abend. Und Gott möchte dir sagen, ich weiß nicht, wie du heißt, aber ich spüre, wie Gott heute Abend viele Menschen sagen möchte, danke, dass du dein Glaube nicht verloren hast. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Danke, dass du meinen Namen geehrt hast. Gott möchte heute Abend dir Dankeschön sagen. Nimm es an. Nimm es an. Gott ist ein dankbarer Gott. Ein gerechter Gott. Wenn ihr Zeit habt in der Anbetung, bleibt einen Moment in der Gegenwart Gottes. Vielleicht möchte Gott zu dir reden. Und für die, die es nicht wissen, ich werde die nächsten 8 oder 9 Tage jeden Abend hier einen Erweckungsabend haben. Seid herzlich willkommen. Wir werden hier auch mit einem ganzen Gebetsteam wird da sein. Wir werden auch jeden Tag hier Gebetszeit haben, beten. Wenn vielleicht jemand da ist und du hast dich vielleicht schon nicht angemeldet und sagst, ich möchte, ich habe so vom Herzen Fürbitte zu machen. Nicht Gebet bekommen, Fürbitte machen. Sei einfach willkommen. Schreib uns. Wir werden wahrscheinlich noch einen Stuhl für dich finden. Für aktive Beter. Gott segne dich. Bis morgen. Geh durch die Tür. Ich will dir danken, Herr, über alle Erdenvölker. Ich will dir Loblieder singen unter den Menschen. Denn deine Güte reicht so weit bis zu den Himmeln und deine Treue so weit die Wolken gehen. Sei über mir, deine Herrlichkeit sei über mir.
Ich erhebe dich über mein Leben.
Ausbreiten. Der Herr, dein Gott,
Schöpfung betet an. Die Schöpfung betet an. Er kleidet sich im Licht. Das Dunkel hält ihn nicht und flieht, sobald er spricht. Und flieht, sobald er spricht. Dich erheben und dich anbeten.
Neujahr voller Freude. Den Tod.
Mut, mit Macht. Und er sitzt jetzt zu Rechten Gottes, ist die größte Autorität auf dieser Erde. Und sein Name heißt Friedefürst, Wunderrat, Immanuel, Gottes Sohn.
Gesang. Freigekauft mit deinem Blut, nicht mehr gebunden, frei gemacht durch dich, die Ketten sind zerbrochen. Eine Armee Gottes steht auf. 22. Eine Armee Gottes steht auf. 2022. Für die Nationen. Schön, dass ihr dabei wart. Eine wunderbare Botschaft haben wir gehört. Wir schauen nicht zurück auf unsere Vergangenheit, sondern wir schauen in die Zukunft. Das bedeutet, wir schauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir geben alles, dass sein Reich gebaut wird. Wir geben uns hin auf den Altar Gottes. Und keine Sorgen. Er hat alle Sorgen getragen für dich. So geh hinein durch die Tür der Heilung, durch die Tür der Anbetung, die Tür der Freiheit, die Tür der Fürbitte, die Tür des Gebets für Menschen, Nationen, die Tür der Gemeinschaft mit Gott, die Tür der Einsamkeit mit Gott. Und juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Mach weit den Raum deines Zeltes. Spare nicht. Sorge dich nicht. Sei stark und mutig. Ihr dürft auch unseren Kanal abonnieren. Taube Heidelberg, Taube Reisen. Seid dabei. Wir freuen uns, wenn ihr da seid. Tschüss, goodbye und auf Wiedersehen.